der letzten Episode. Ach, guck mal. Ach so, das war die Verbrannte. Weißt du was, den darfst du tragen. So. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei The Long Dark im Schleicher, im Custom-Schleicher, in der Folge Nummer 6. Sind wir, der Mond ist schon ordentlich vorangeschritten, ja, der Zeit geht ja im Flug. Oh, guckt euch das mal an. Die ist echt krass. Ja, wir wollen jetzt noch ein bisschen kochen. Weil wir können auch nicht, eh noch nicht ins Bett, wir sind jetzt nicht mehr so extrem weit weg. Und auf der anderen Seite jetzt 2 Stunden zu kochen, ist auch wieder Blödsinn. Dann machen wir das lieber am nächsten Tag. Wir warten jetzt einfach noch 2 Stunden draußen und gucken mal, was wir dann für die Nacht spachteln oder so. Es ist immer noch hell, aber wir haben keine Aurora. Naja, schon. Leider schon. Ich will mal gucken, wenn wir jetzt 11 Stunden schlafen. Hä? Soll dir nicht stehen, wie viel Hunger wir am Ende haben? Anscheinend nicht. Achso, warte mal, halt, falsch. Nimm mal eine der Dosen. Genau. Und was haben wir sonst noch Leckeres dabei? Noch eine Dose. Ja, komm, gib's dir. So. Das heißt, siehst du dann auch, wo das Maximum ist. Okay, es ist also egal, ob du 11 oder 12 Stunden schläfst, du landest bei 24% Hunger. Alles klar, gute Nacht. Komplett erholt aufgewacht und wir sind bei 25% rausgekommen. Okay, alles klar. 10.260. Ich glaube, es hat sich tatsächlich nochmal verringert. Weil wir im roten Bereich sind. Und der Junge Hunger hat. Ja, es klingt jetzt eher windig. In der Hocke und mit Gewehr. Gut, wir können hier natürlich noch ein bisschen Fleisch abkochen. Da hätten wir auch noch ein paar Därme. Das wäre auch gar nicht so schlecht. Ja, die schmeißt er so raus. Ah, da hinten gibt es auch Wölfe. Okay, alles klar. Ja, ist ein bisschen kalt. Was geht denn hier schneller? Ja, natürlich. Das Messerchen natürlich. Oh, I can think about it. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist aufgeklärt. Super gut, dass der Wolf kam. Kann ich da nur sagen. Vielen Dank. Ja, Messer, das leidet jetzt halt ein bisschen. Jetzt ist das auch rot. Okay, jetzt verlieren wir Prozent. Okay, sobald das Icon rot wird, sozusagen, dann verliert man Prozente. Interesting. Ihr seht, jetzt beginnt das hier zu sinken. Erst nur langsam. Oder ist es nicht gesunken? Ne, wir sind immer noch bei 100%, okay. So, das Fleisch kannst du mitgeben, das ist ja super. Kannst du rennen? Ja, wir können rennen. Guck mal, ob ich rennen kann. Junge, das ist ja ganz normal. Hier ist es halt kalt. Das nennt sich Winter. Ganz einfach. So, können wir da schon Feuer starten? Tatsächlich könnten wir das. Warte mal, wir haben, glaube ich, sogar einen... Genau. Haben wir gleich mal. Ja, momentan können wir noch nicht... Momentan können wir den Zunder noch nicht wahllos verbrauchen. Weil wir den tatsächlich noch brauchen. Wir sind noch nicht auf Level 3. Wir sind auch noch gar nicht auf Level 2. Also von daher, das ist leider ganz normal. Gut. Alles klar. Nee. Schmeiß mir mal die Stöcke entgegen. Und dann nehmen wir die Kohlen einfach auch dazu. Genau, erstmal alle Stöcke rein. Das ist schon mal gut. Dann kannst du hier oben schon mal beginnen. Erstmal hier die Tees zu kochen. Ach Quatsch, erstmal das Fleisch zu kochen. Na ja, gut. Sei es wie es sei, wir fangen jetzt einfach mal an. Kann ich es nicht einfach öffnen? Wieso kann ich das nicht öffnen? Mach das mal fertig. Wie ist denn das? Wenn ich jetzt sage, nimm mir mal die Tomatensuppe. So, gar die mal. Jetzt öffnest du die. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Jetzt öffnest du die, jetzt schmeißt du die da rein. Jetzt garst du die, jetzt nehme ich die raus und nun? Ah, okay, jetzt ist die offen, alles klar. Jetzt
kann ich die einfach hier lagern. Okay. Gut, dann muss man das halt so machen. Okay. Dann macht das aber erstmal mit dem Fleisch. Dann brauchen wir natürlich viel mehr Feuerdauer. Das ist klar. Aber ich sag mal so, es mangelt nicht an Brennmaterial. Wirklich nicht. Okay. Dann nutzen wir die Zeit, um weiter noch zu basteln. Oh, echt so lange. Uff, wie lange haben wir Zeit? 3 Balken nur basteln, okay. Ist ja nicht schlecht. Hallo? Mach hin, Junge. Ja, Wolf essen ist natürlich geil, wegen ja, diesen Darmparasiten. Ja, das kann man halt einmal machen und dann ist jetzt erstmal wieder Schicht im Schacht. Und plätschert die Tomatensuppe vor sich hin. So, wieder dreimal. Halt, ich muss jetzt noch im Feuer gucken. Das geht alles lang genug. Okay, sicher ist sicher. Ja, lieber nochmal ein extra gucken, nicht, dass dann ja das Jammer wieder groß ist. Wo hätte ich nur. Gott. Ja, siehst du, und jetzt ist nämlich Nebel tatsächlich. Ne, falsch. Die zwei brauchen wir noch. Die müssen wir noch nicht an uns herum tragen. Das reicht ja, wenn man die so hat. Okay. Weiter basteln. Ah, so langsam können wir runter mit dem Zeug. Das ist auch fertig. Halt. Das aufnehmen. Ah ja, die Dichte ist super. Hey, Hertha. Also sieht sie nicht zu dick. Zu lang ist die Schnauze nicht. Okay. Den letzten noch fertig basteln. Dann sind wir mit den Wölfen auch durch. Also mit den Wölfen vor allem. Dem einen Wolf. Dann durch. Und ja, trink erstmal. 6 Liter Wasser. Das ist natürlich auch ein Wort. Ja, wir bleiben heute den ganzen Tag hier. Das ist auch mal so ein Tag. Können wir richtig schön da unten blubbern lassen. Wenn wir dann jedes Mal, wenn wir hier kochen, blubbert es da unten fröhlich vor sich hin. Achso, wir haben noch was zu basteln. Ja, fällt mir nur gerade ein. Das sollte man vielleicht auch tun. Die Hagebutten. Ich weiß gar nicht, brauchen die auch eine Viertelstunde? Wahrscheinlich. Hagebutten, ja genau. Das war nur einmal, von daher. Das geht dann schon. Ja, nicht trinken. Nicht trinken, Junge. Einfach nur hier hinstellen. War nicht zu dicht, so. Ein Träumchen. Ja, das ist ein relativ einfacher Tipp, wie man halt den Kochskill pushen kann. Das sind die Spitzenpfirsiche, sieht super aus. Sieht schon lecker, also warme Pfirsiche sind echt lecker. Müsst ihr mal probieren, falls ihr es noch nie gemacht habt. Einfach so Dose in den Topf hauen. Ist tatsächlich sehr, sehr lecker. Aber wir müssen das schon ein bisschen trennen, dass man das auch sieht, dass das tatsächlich was anderes ist. Ich muss auch gleich nochmal nach dem Feuer schauen. Wir sind zwar nur 12 Minuten, aber mach das ein paar Mal und dann, ja, siehst du, geht ziemlich gut runter. Dann geben wir noch die Stöcke und die zwei Zedern. Ja, wie auch immer. Erstmal die Stöcke rein, die werden wir brauchen. Die Zedern brauchen wir sicher auch. So, was haben wir noch? Echt? Die können sich Schweinefleisch mit nicht machen, echt? Schade. Ich hatte ja jetzt gehofft, man könnte hier auch noch das Hundefutter machen, aber nee. Und auch die Konserve, echt? Nein, keine warme Kondensmilch. Schade. Na gut. Dann gibt es jetzt Tees. Okay, die sind hier. Brauchen wir jetzt alle noch nicht. Aber wir haben noch genügend Tabletten, das ist kein Problem. Wir müssen nur gucken, dass wir sie natürlich auch ordentlich sortieren. So. Mal gucken, wie lange das Wasser reicht. Sicherlich nicht so lang. Ja, so lässt sich's doch hier leben, oder? Mit dem ganzen köchelnden Zeug hier. Das ist der Hammer.
Das ist nicht nur... Ach, die Quatsch. Ah, doch, hier oben. Ist nicht nur Dolby Surround, das ist noch viel, viel mehr, hä? Wo ist die zweite Tasse hin, Junge? Ach, da steht die. Nee, gib mir... Wieso kälter? Hat sie nicht gesagt, sie hätten es behoben? Toll. Nee. Ich will jetzt den Lackprolling-Tee geben. Kann sie ihn vielleicht normal hinstellen, wie ein echter Mensch. Echt? Ja, sie haben es wieder kaputt gemacht. Na gut. Irgendwann werden sie es wieder fixen. Und dann machen sie es wieder kaputt. So ist das halt bei Hinterland. Und dann machen wir jetzt erstmal die Lackprolling alle fertig. So, das waren jetzt alle. Okay. Also muss schon auf Level 2 gucken, siehst du? Das geht nämlich relativ fix. Also zumindest das, die ersten 1-2 Level, die gehen relativ fix. Die restlichen dauern natürlich. Ja, so lässt sich das auf jeden Fall leichter aufbewahren. Ja, ich habe nochmal geguckt, diese Stapelmod gibt es natürlich immer noch. Ich weiß aber nicht, was passiert, wenn die halt nicht mehr funktioniert. Achso, und Wasser wollten wir ja auch noch machen, stimmt. Also, das heißt, kannst ja schon mal die 5 Kohlen reinhauen, weil wir bleiben hier noch. Wir sind nicht nur ansatzweise so müde, wie wir sein könnten. Was wollte ich jetzt? Ah ja, wir wollten noch ein bisschen Wasser machen. Ich wollte mal gucken, wie viel Wasser wir noch haben. 2 Liter haben wir noch, okay. Weil dann nutzen wir natürlich dann die Tabletten, das ist klar. Wie ist das eigentlich, wenn man den Tee da oben hinstellt? Kocht der dann auch? Oder ist das nur auf dem Boden? Wer weiß das schon. Ja, wäre cool, wenn man die aus dem Inventar gleich da oben hinlegen könnte. Aber so funktioniert das nicht. Ja. Ist nicht der größte. Das ist aus meiner Sicht sehr ungewöhnlich. Aber so ist es halt. So, wie viel Wasser haben wir noch? Steht das irgendwo? Steht nicht irgendwo. Da immer noch genug, alles klar. So, das heißt journaltechnisch, wo stehen wir jetzt schon? Da. 10% von jedem gegarten Essen obendrauf. Achso. Dies bedeutet das. Ja, die Pfirsiche sind kalt. Kaffee, Junge. Hm? Was sagt dein Kalorienspeicher inzwischen? Ja, schon unter 10.000, echt? Uff. Ja, den Kaffee. Wo stapeln wir den Kaffee? Dann tun wir da einfach auch davor. Ein Hammer, glaube ich, noch richtig. Dann haben wir nur noch Tee, genau. 3,22, dann haben wir noch genug Zeit, alles klar. Ja, wo hast du die Tasten jetzt wieder her, Junge? So leicht sind die nichts bekommen. Ich glaube, Hinterland hat den Shop sogar geschlossen momentan, den Merchandise-Shop. Solange diese ganze Corona-Geschichte ist. Was natürlich ein bisschen schade ist, aber so ist es halt. Jetzt brauchen wir tatsächlich Wasser, okay. Ganze Stunde, echt. Uff. Na gut. So, können Sie den Tee schon mal rausholen. Ja, ein Tee geht nicht kaputt. Hallo? Was ist das? Okay. Ich weiß nicht, was das ist. Warum das nicht funktioniert? Okay, dann mach halt erstmal 2 Liter Wasser auf. Ja, das dauert sehr, sehr lang. Halt, 2 neue. So. Wenn wir die Tabletten hier haben, nutzen wir die. Die gehen zwar relativ schnell kaputt tatsächlich. Aber das ist halt auch eher sowas fürs frühe Spiel sozusagen. Diese Tablettengeschichte. Das muss man jetzt nicht machen, wenn man da halt. Ach, wir haben Blizzard, echt. Ja, bei ihm sind die tatsächlich leise. Man kriegt die gar nicht mehr so mit. So. Eins unterbehalten wir. Ja, gut, ich denke, naja, eigentlich, ich denke noch lange nicht. Ich denke noch lange nicht, Junge. So, die 88% hält natürlich eine Weile. Also die muss man jetzt nicht sofort verwenden, aber wir können uns das ja mal angucken. Es sollte relativ schnell gehen, meiner Meinung nach. Gut. Thirsty.
Ach, das auch noch. Na gut. Was will man da machen? Der Ofen? Naja, wir haben immer noch den Blizzard. Ja, du bist jetzt... Ja, das reicht noch nicht. Gib mir noch mal... 2 Kohlen. Die werden wir noch verwenden. Und dann gehen wir ins Bett. Wir haben immer noch keine Prozente verloren. Was denn? Doch, jetzt beginnen wir Prozente verloren. Unter 20%, alles klar. Also hier muss unter 20% stehen. Also knapp unter einem Viertel muss es sein. Ah, der ist schon fertig, okay. Gut. Ja, die kann man jetzt eigentlich erstmal lassen, oder? Wir gucken jetzt einfach, dass wir ein bisschen Wasser machen. Naja, blubbert's ganz schön herum. Sind die eigentlich noch? Die sind auch kalt. Naja, okay. Das funktioniert also nicht. Ja, genau. Dann machst du hier 2 Liter gleich. Ja, genau. 2 Liter ist eine Stunde. Stimmt. So. Ja, genau. Wo sind die? Hier sind die. Es geht natürlich viel schneller, das ist schon richtig, aber das macht man gewöhnlich eigentlich nicht. Irgendwann haben wir einen zweiten Topf. Dann kannst du es auch auf dem normalen Feuer machen. Ich meine, das ist natürlich super ineffizient, hier auf diesem einen das zu machen, aber so ist es halt. Halbe Liter. Halt, nein, falsch, tu den wieder rein. Und nochmal ein halber Liter. Trinkwasser gekocht. Too much stuff to carry. 13 Holzkohle. Sehr schön. Ja, wir sind relativ schwer. Ich glaube, wir können hier nichts weiter rauslegen. Wenn ich das richtig sehe. Ja, wir haben natürlich jetzt das ganze Futter noch an uns. Ach doch. Gib mir mal das Öl. Das bleibt hier. Ja, wir droppen das hier rüber. So, Achtung. Hier nochmal durchgucken. Aber ich denke, hier ist nichts. Okay. Ja, Wolf können wir erstmal nicht essen. Wir sind zwar nur bei 1%, aber wenn es noch das zweite Mal ist, bist du nicht bei 2%, sondern gleich bei 8 oder so. Also das ist schon relativ... Ich meine, das ist immer noch nicht so schlimm, aber es kann passieren, dass du es bekommst. Ich sag mal so, wenn man es vermeiden kann, dann tue ich das. Gut. Das Lustige ist... Na doch, inzwischen kann man schlafen, stimmt. Wir können immer noch nicht schlafen, aber so stimmt es dann nicht. Ja, wenn man natürlich den ganzen Tag hier am Herd steht, da das ist nicht so ermüdend. Das klingt sehr unfair, gerade den Hausfrauen gegenüber. Aber im Gegensatz zum Herumlaufen halt, sag ich mal. Das ist eigentlich eher so das, was ich im Hinterkopf habe. Okay, weißt du was? Ist einfach hier so eine geschmacklose Kondensmilch. Es schmeckt nach nichts. Genau. Das sollte eigentlich vom Wasser auch erstmal reichen. Gut. Dann, gute Nacht. Das. Ja, genau. Ach so, der zeigt nicht an, wo du landest bei dem Prozent. Du könntest auch 12 Stunden einstellen. Er sagt nicht, wo du dann, wie du nicht länger schlafen kannst. Okay, na gut. Das heißt, wir kommen jetzt wahrscheinlich auf nicht ganz 8 Stunden. Das heißt, wir landen über 26%. Und ihr seht, je länger das geht, umso langsamer geht es runter. Am Anfang 43, 40, 37, 35, dann noch 32, 28, 27, 26, 25, 24 und 23%. Also es geht dann schon relativ gut runter. Gott, dann haben wir jetzt hier Därme drin. Das ist gar nicht so schlecht. Was sagt denn das Journal inzwischen? Ich wollte Tag 5 notieren und zwar... Elche und halt, was weiß ich, hier unten drunter Bären. Und da haben wir Küstenstraße, Bärenbach und Küstenstraße, Menschenfeind. Die beiden Bären sind da. Elche haben wir hier noch gar nicht gesehen. Wenn, dann gibt es den eh nur im Dorf. Das ist die einzige theoretische Location. Und, ja. Jetzt ist es so, wir haben schon 3 Felder, das heißt, wir könnten aus dem Inventar schon die ersten 3 Dinge machen. Das heißt, wir hätten die ersten 3 hier. Alles was mit Feuer... Ach, wir haben noch die Streichhölzer. Wir holen mal die Streichhölzer hier. Wir haben schon wieder einen Blizzard, echt.
Ja, irgendwie beim Jungen sind die jetzt leise. Ich weiß nicht, ob das, womit das jetzt zusammenhängt. Ich habe keine Ahnung. Okay, was ist hier drin? Nur so Zeug. Okay, das ist mehr oder weniger egal. Wir sollten nur die Holzkohlen an einem Ort sammeln, weil sonst kommen wir da echt durcheinander. Und wir haben noch auch einen Stein schon unten an der Eisfischerhütte. Das heißt, die fliegen hier rein und das Altmetall fliegt hier auch rein. Ansonsten hatte ich Streichhölzer hier gebunkert. Also, weil deswegen, weil es Altholz ist. Hier dann Altholz drin? Ne, ist es nicht. Okay. Gut, aber das hieße ja im Prinzip nur die obersten drei Dinger. Ja, die drei Dinger wären... Wie bitte, was? 49%? Wieso sind die so schlecht? Was hast du gemacht, Junge? Ein Hufen geschart wahrscheinlich. Ja, nimm dir mal ein Buch, warum ich nicht? Das lässt sich damit immer gut Feuer starten. Dann machen wir jetzt erstmal ein bisschen Inventur. Ich weiß, es ist jetzt heute nicht so super spektakulär, aber so ist es halt. Gehört halt ein bisschen auch dazu, dass man da halt auch mal, ich sag mal, eher administrativ überlebt. ja, manchmal ist halt so. Weil man will das ja auch ein bisschen festhalten. Was man vorliegen hat. Okay, apropos vorliegen. Wie ist denn das hier mit der Kleidung? Wir haben ja schon... einiges zusammen. Ja, gib mir mal das gesamte Leder. Ich will jetzt mal die Schuhe reparieren. Und zwar die hier. 25, echt, wir müssen die zweimal reparieren. Naja, gut. Kann ja nur gut sein für die Chance. Boah, echt, was ist denn los mit dir, Junge? Ja, momentan, wir haben erst ein einziges Mal, hat es nicht geklappt. Du hast übrigens Durst. Das hat jetzt zweimal mit Leder geklappt, das ist ja krass. Ja, wir haben ja auch noch die Lernbücher. Hm. Die warten auch noch auf ihre Erforschung. Gut, das heißt, wir stehen jetzt bei 99% Schuhen. Das ist ja nicht schlecht. Dann können die direkt weg. I think my stomach is eating itself. Ah, das Risiko eines Darmparasitenbefalls ist verschwunden. Die 1%. Ja, das wird noch ein bisschen dauern, bis wir da essen können. Level 3 ist, glaube ich, da. Das war es Level 4. Ich glaube, es war Level 3, was da das entsprechende Level war. Der Blizzard scheint auch vorbei zu sein. Es hört sich nicht mehr ganz so stürmisch an. Okay. Alles Leder fliegt rüber und die 5 Stoff behalten wir. So, dann hatten wir Streichhölzer. Und zwar nicht zu knapp. Okay, das heißt, wir haben... Was sind das? Das sind 72 Holz. 48. Ich zähle das mal nicht mit, weil das ist ja unser Test Streichholz. 72 Holz und 78 Papierstreichhölzer. 48 Papierstreichhölzer. Ja, so wird das gemacht. So soll das dann aussehen. Und zwar auch alphabetisch. Jetzt haben wir hier nicht mehr, weil wir haben hier nicht mehr. So, Medizin. Bartflechte und 12 Schmerztabletten. So. Was haben wir? Kleidung? Hier haben wir ja gar keine Kleidung. Genau. Ja, wunderschön. Danke. Kannst du die bitte stehen lassen? Ich sehe nur auf einmal, steht wieder gerade der Item. Okay, hier ist es ein bisschen mehr. Weil es hier jetzt nur um die Kleidung geht. Das ist nur die Kleidung, die uns interessiert. Okay, getragene, was? Nee, Arbeitshandschuhe, Baseballmütze. Ich weiß, dass es momentan noch sehr redundant ist, weil ja alles hier Küstenstraße, Anglerlager ist, aber so ist es halt. Dünner Wollpullover, Laufschuhe. Ja, ich mache das so, weil es gibt ja auch einen dicken und dann sind die nämlich zusammen. Dann haben wir noch die Rennfahrerhandschuhe und Wollsocken. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ist auf jeden Fall leichter zu sehen, weil wenn man dann irgendwann sagt, ja, wo haben wir denn jetzt noch? Hier XYZ, dann fällt das relativ leicht. Ja, Werkzeug und so weiter, also das ist halt halt eh. Das kommt erst am übernächsten Tag. Futter kommt am nächsten Tag. Apropos. Da lassen wir doch mal einiges hier.
Wegen des Gewichts. Da setzt er sich. Guckt das Futter an, echt. Warum guckst du das Futter an, Junge? Das ist so spannend. Wo stehen eigentlich die Dosenöffner inzwischen? 70%, das hält noch. Ah, wir haben noch eine Dose. Ja, ja, ja. Ich muss natürlich aufpassen, wenn ich hier Werkzeug notiere, dass ich da, ja, weil wir eine Konservendose gegessen haben. Dass ich bei Werkzeug dann halt auch gucke, was hier herumliegt und fliegt. So, halt. Das bleibt hier. Sind zwar nur 10 Gramm, aber hey. Das lassen wir im Anglerlager. Und wir lassen noch 2 Liter hier. Das ist, brauchst du echt klein? Ist sie kalt oder was? Wahrscheinlich ist ihm kalt. Du Junge, du brauchst ja gar nicht zu pennen. Wir gehen jetzt wieder los. Okay, Schneefall. Gut, das heißt auf jeden Fall nicht der Hirsch am Bärenbach Campingplatz. So wie es gesagt. Okay, dann lassen wir den Stein noch hier. So, waren wir an dem Boot hier gewesen? Da war ja immer noch der Wolf, genau. Er ist immer noch da. Der Stiefel da halt hinten, hinter den... Unten drunter seht ihr ihn, da läuft er gerade lang. Ja. Nee, wir haben nicht so... wir haben 14 Schuss, ja, okay. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich sage, das muss halt hier... Naja, komm, ist ja egal. Nimm irgendeins. Hauptsache, wir haben überhaupt was gegessen. So. Ja, der Junge hat guten Brand. Ja, das ist unser Werk vom Vortag. Das sieht schon cool aus. So, Steine. Ja, wir wollen ja hier irgendwann einen Steinhaufen bauen. Da muss man ja schon mal anfangen mit sammeln. Das ist ja klar. Ansonsten haben wir jetzt erstmal nichts. Boah, die Kleidung geht gut runter. Jetzt gucke ich nochmal die Skills. Kochen sind wir so weit gekommen. Sehr schön. Und Flicken sind wir auch schon okayisch unterwegs. Ja, wir wissen ja alle, dass Flicken-Skill, das ist der härteste zu bekommende. Ja. Wir gehen jetzt mal zum Turm rauf. Das heißt, wir brauchen 2 Dinge. Wobei, eines müssten wir eigentlich bekommen. Die Holzkohle oben. Aber ich nehme trotzdem sicherheitshalber mit. Und das Seil, ja. Das bringen wir gleich oben an. Man hat schon wieder Hunger. Verdammt. Was haben wir eigentlich zu futtern dabei? Ach, genug. Genug. Falls wir feststecken oben. Ich meine, der Tag ist schon ein bisschen fortgeschritten. Das ist auch vollkommen okay. Aber so ist es hier. Naja, der Wolf ist unterwegs. So, also, gib mir mal 2 Holzkohle. Und hier. Okay, dann gehen wir jetzt mal rauf zum Turm und zeichnen hier, machen wir einfach mal die Polaroid-Kartierung. Die eine zumindest. Ja, ich habe es leider noch nicht geschafft, in die Tabelle die ganzen Polaroid-Locations einzutragen. Wie ich eigentlich wollte, weil es einfach viel zu viel ist, ja. Arbeitstechnisch, die Last ist brutal. Ich habe zwar eine Hilfe bekommen. Aber das ist nicht so, dass der mir Projekte erspart, oder nicht, dass er spart, dass er mir Projekte abnimmt. Er kriegt einfach Projekte, die in der Pipeline werden, kriegt er halt schon. Also zu Deutsch hat sich für mich nichts geändert. Außer, dass ich halt jetzt noch mehr administrativ machen muss. Also zu Deutsch, die Arbeitslast ist eher noch gewachsen. Hm. Ja, bin ich noch nicht so glücklich, muss ich mit meinen Chefs auch nochmal reden, weil das finde ich jetzt dann... Ich meine, dass ich natürlich gucken muss, was er so macht und so weiter und das vielleicht mal gegenchecken, keine Ahnung. Das auf jeden Fall, das finde ich schon okay, dass ich das mache. Das gehört ja zu meinem Jobprofil dazu, aber da muss... Irgendwas muss passieren. Das ist einfach viel zu krass. Es ist jetzt nicht so, dass ich hier jetzt großartig... groß länger arbeitet. Es wurde mir auch angeraten, das bitte nicht zu tun oder zumindest nicht als Argument zu verwenden, so nach dem Motto, ich habe doch hier Überstunden angesammelt. Was machen wir damit? So ungefähr. Da haben sie schon gesagt, nee, lass mal. Apropos, nee, lass mal. Stell das mal oben drauf, dann sieht man das eher. Also muss ich gucken, dass ich halt, die Arbeitsstunden im Rahmen halte. Ich sehe das, um ehrlich zu sein, dann auch nicht ein, Überstunden zu machen oder mehr Stunden zu machen.
wenn ich die Ansage bekomme, hör zu, das ist kein Argument, wenn wir das dir nicht sagen, dass du mir arbeiten sollst. Ja, so einfach ist das. Ganz einfach. Und, ja, das heißt, ich komme entsprechend noch langsamer vorwärts, aber der Druck ist halt trotzdem da. Was sagen echt der Kalorienspeicher? Oh, wir sind schon auf 8900 runter. Ja, ich fürchte, dass wir innerhalb der nächsten 2-3 Tage spätestens eine große Angelsession machen. Geht gut. Also wenn du keinen Futtervorrat hast, und das merkt man jetzt gerade am Anfang, ist es tatsächlich eine große Herausforderung. Später eher nicht. Wenn du dann auch guten Angelskill hast, wenn du da nicht tonnenweise deine Angelzeuge verschwendest. Ja, wenn du, was weiß ich, dann auch Bären jagst. Wir haben ja irgendwann mal einen Bogen. Bärenjagen würde ich jetzt natürlich nicht mit, hängt auch von der Location immer ab, wo der Bär halt ist. Manchmal kann man das. Im Anglerlager eher, bei Menschenfeindhütte eher nicht. Oder bei Menschenfeindinsel eher. Ja, die Steigeisen haben wir natürlich noch nicht. Selbst vom Vorgängerjungen, der hat die nicht dabei. Komm, Junge, hoch mit dir. Gut. Keine Verstauchung mit dem Jungen, ja. Muss man tatsächlich leicht stolz sein. Dass er sowas hinbekommt. Ja, auf dem Weg zu dem Turm kann es natürlich sein, dass wir wieder mit Wölfen kollidieren. Das muss man dann mal schauen, wie das funktioniert. Aber es ist interessant, dass es tatsächlich warm genug ist. Also das Reparieren der Schuhe hat geholfen, das ist gut. Ja, interessant, jetzt wo es jetzt letzte Woche für euch gesehen, oder beziehungsweise fast schon 2 Wochen her, naja, eigentlich nicht, so anderthalb Woche her. War es, zumindest hier in Berlin war es schon wieder so extrem warm, 20 Grad gehabt an einem Tag, ansonsten immer so 15 bis 18 Grad, was schon recht üppig ist wieder. Ja, sie scheint voraus zu sein, okay. Was schon recht üppig ist, also hier unterm Dach, da wird es gleich mopsig, da kann ich gleich wieder das Dachfenster aufreißen, dass die Hitze gleich wieder entfleuchen kann. Da gehen die Leute natürlich alle raus, das ist klar. Treffen sich halt dann, also bei hier gerade halt dann in dem nahen Park. Sind halt viele unterwegs. Man läuft halt dann schon ein bisschen den Leuten über die Füße, muss man ein bisschen aufpassen. Ja. Wegen der Ansteckungsgefahr, aber die ist natürlich draußen nicht mal ansatzweise so schlimm wie drin. Das ist eher unten. Na gut, wir finden das eventuell noch raus. Habe ich auch gelesen, dass die Corona ist eigentlich eher ein Indoor-Problem sozusagen. Guck mal, wie er sich freut. Oh, endlich treffe ich mal jemanden. Ja, Mensch. Ja, Mensch. Rennt keiner weg, okay. Apropos keiner wegrennen. Ich hätte ja gerne, dass er bei hier jemand herrennt. Okay. Das alles mit dem Messerchen. Stehen wir halt hier eine Stunde, aber wo ist das Problem? Das ist kein Problem. Ganz einfach. Ja, der Skill steigt auch. Sehr schön. Echt, das auch das Messer besser, okay. Na gut. Wir haben gesagt, wir nehmen das mit jetzt. Das ist die Challenge in dem Leben, ist halt von allen Wölfen, die wir erlegen, die Felle mitzunehmen. Die Därme nehmen wir natürlich jetzt mit, weil die kann man gut gebrauchen. Oh ja, da ist schon... ein Federvieh wieder vorbeigekommen. Ja, also das funktioniert leider nicht mehr.
mit den Krähen. Schade, finde ich schade, weil sie hatten gesagt, sie hätten es gefixt, aber ich habe das Gefühl, sie haben es halt wieder entfixt, sozusagen. Weil sie hatten ja irgendwann mal geschrieben, ich weiß nicht, ob es das letzte oder das vorletzte Update war, dass die Krähen jetzt zu korrekt Federn werfen, das heißt, wenn sie da sind und nicht, wenn sie nicht da sind. Das hat ja die ganze Zeit jetzt durchgeschneit, wie man schon an der Kleidung sieht. Und dementsprechend, ja. So funktioniert das eigentlich nicht, aber ist auch egal, es ist nicht so schlimm. Wir kriegen die Federn eh zusammen. Also das ist jetzt, selbst im Interlope ist es kein Problem. Das ist ja nicht so schlimm, wenn das jetzt nicht so funktioniert. Es wäre halt schön, wenn es funktionieren würde, aber das ist nicht so, dass das jetzt spielentscheidend wäre. Ne, dann spiele ich das Spiel nicht mehr, vergiss es. Ja, hier sind jetzt noch tonnenweise Bartflechten, die hier irgendwo überall herumhängen. Ich würde das Zeug erstmal gerne loswerden, um ehrlich zu sein. Es ist mir nicht so ganz geheuer, hier mit einem maximalen Pferd herumzurennen. Außerdem würde ich gerne das Seil anbringen. Und dann sind wir auch leichter, dann können wir das machen. Ja, wir übernachten natürlich heute hier, das könnt ihr euch ja vorstellen. Wir werden nämlich den Wolf kochen müssen und ja, es ist sowieso schon sehr spät. Das Ausnehmen dauert halt seine Zeit. Der verlassene Aussichtsturm, da müsste doch irgendwo das Polaroid-Dingenskirchen auftauchen. Wahrscheinlich oben vom Turm oder von dem Kletterpunkt. Guck mal, wir haben den verlassenen Turm nochmal entdeckt. Da ist auch irgendein Bug drin. Das hat er mit dem vorherigen Jungen. Nach 500 Tagen haben wir immer noch die ganzen Orte alle neu entdeckt. Ja, hier oben ist das dann, alles klar. Folgt. Wir machen nur gerade den Rundumgang. Ich habe hier noch nie was gefunden. Ich mache ihn trotzdem. Das ist wie diese Sonnenblenden. Naja, komm, mach's runter. Ah, noch ein Zettel. Ah, das ist Englisch. Okay, das ja, habe ich jetzt keinen Bock. So, das zu übersetzen, großartig. So, erstmal das darüber und dann folgt der Wolf erstmal. Wieso war da gerade wieder so ein Sanduhr daneben? Ah, ein Wetzstein ist da, super. Gott sei Dank haben wir hier nicht noch ein Gewehr gefunden. Okay, dann zeichne ich jetzt erstmal, weil irgendwann ist vielleicht auch zu dunkel. Ja, also ihr seht ja schon, jetzt ist schon Sonnenuntergang. Und da haben wir schon mal den Großteil der Karte. So möchte ich das eigentlich mit allen haben. Das heißt, wir gehen überall durch. Wir gehen auch die Polaroid-Locations ab. Und wenn wir die dann haben, dann zeichnen wir zuerst die Polaroids und dann den Rest. Das heißt nicht, dass wir jetzt kartieren. Dafür sind wir noch, ja, wir sind immer noch nicht durch alles durch. Aber wenn man halt an dem Polaroid-Punkt vorbeikommt, kann man schon mal kartieren. Schon mal loslegen. Gut. Und da ist er gleich um Längen leichter. So, warte, wir gehen jetzt komplett runter. Ja, die Zeder hier vorne ist natürlich der Traum. Vieler Kanadier, auf jeden Fall. Ich mag Kanadier, ich weiß auch nicht. Irgendwie schon. Weil ich nicht wirklich persönlich einen kenne, aber die ich zumindest, na gut, das ist jetzt nicht wirklich echte Kanadier, aber ich hatte einen, Doktor, also mal abgesehen von dem schrägen Austauschstudenten, den wir da hatten, hatten wir auch einen kanadischen Doktor an der. Ich hatte nur keine Vorlesung, aber den konnte man sich echt gut unterhalten. Der war halt Geologe, das, naja. Ich habe halt Mineralogie studiert. Und die Geologie, wo ich studiert habe, das ist halt alles, das war halt Sedimentgeologie. Das fand ich jetzt nicht so spannend. Dies ist nicht so meins. Waren denn nicht auch mal Hagebutten? Doch. Tatsächlich. Sie sind nur schon fast zugeschnallt. Ja, und dann habe ich ja noch einen Kanal von einem, der. Wer ist es nicht? Okay. Ja, der ist halt so. Der spielt halt so Fantasy-Spiele, so Fantasy-Rollenspiele, so. Was weiß ich, so irgendwelche Brettspiele halt. Und der bastelt halt Dinge dafür. Also er macht dann halt auch wirklich Custom-Dinger. Ja, ja. Darfst du gleich weiterreden? I
I better take this food. Gut, da haben wir noch ein bisschen Munition mehr. Das ist gar nicht so schlecht. Na ja, Zunder ist gut. Zunder ist gut. Aber Revolver haben wir tatsächlich immer noch nicht gefunden. This stuff will come in handy. Ja, natürlich. Bettstein. Immer. Oder haben wir jetzt noch mehr, aber das macht nichts. So, wir werden auch gleich wieder kochen. Ja, wenn du da hinten Munition findest, dann würde ich jetzt natürlich hier keine mehr erwarten. Du kannst aber da drunter auch ein Munitionspaket haben. Da ist aber gar nichts drunter. Okay. Gut, dann würde ich sagen, war es das hier, was das angeht. Wir werden jetzt aber trotzdem kochen. Das ist klar. Wir haben eine seitennationale 37% Chance, das hinzubekommen. Echt? In dem Buch ist es auch nur 77. Okay, dann lass uns die Fackel verwenden. Dafür haben wir es ja gefunden. Ja, nur dafür haben wir es gefunden. Gedrückt halten. Ist ein Bug, habe ich euch in der letzten Interloper-Folge erzählt. Nehmen wir dann ein Buch, genau. 82% Chance immerhin. Ja, also es ist tatsächlich ein Bug mit diesen Fackel anzünden. Das weiß ich jetzt natürlich nicht, welche Richtung der Bug ist. Ob das der Bug ist, dass das gedrückt halten der Bug ist oder dass das Streichholz am Anfang verwendet wird. Aber sie haben gesagt, sie fixen das in Zukunft. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Was können wir da reinwerfen? Eigentlich nur Stöcke. Das wird natürlich jetzt dauern. Ich muss auch das Fleisch ranholen. Natürlich, am besten ich nehme es in die Hand. So. Oh echt, da brauchen wir ja richtig viel. Ja, da müssen zwar nur die Kohlen ran. Dann hau hier schon mal alle Stöcke rein. 54 Minuten, meine Fresse. Haben wir irgendwas zu tun derzeit? Ja, das wäre doch das Interessante. Wir könnten ein bisschen wetzen. Bartflechtenverband, das ist mir zu schwer. Das machen wir, wenn wir es einsortieren, dann macht das Sinn. Dann nehmen wir das Messerchen und wetzen mal hier. Dann können wir ja den Skill auch schon mal ein bisschen nach oben pushen. Das dauert momentan 17 Minuten und wir haben nur 3%. Und das ist der Schärfefertigkeit, die kann bis zu 100 steigen. Dann wird der Umfang größer und die Zeit sinkt. Ja, das ist natürlich krass, 17 Minuten. Ja, das, da werden wir noch ein paar Kohlen reinstecken, aber ist okay. Okay, weiter geht's. Ja, es gibt dafür und dann gibt es denselben Skill, also denselben nicht, aber dann gibt es nochmal einen Skill dann für dieses Gewehr, Schusswaffenputzset. Da ist auch so ein Skill, der dann steigt und entsprechend die Fähigkeit verbessert. So, Messer können wir noch einmal. Ja, das heißt am Anfang, die ersten Wetzsteine sind halt ein bisschen, naja, rausgeworfen, aber so ist es halt. So. Skill erwächst. Naja, der Kochen-Skill, das wird der erste sein, den wir auf Level, ja, wahrscheinlich 5 heben. Irgendwann schon. Beil, was sagt das Beil? Das könnte auch mal. Na, dann machen wir das gerade. Das ist noch schon fast mit 12 Minuten, habe ich das richtig gesehen? Ja, tatsächlich, krass. Es kann aber sein, dass das Beil andere Geschwindigkeit hat als das Messer. Okay. Dann lassen wir das. Das passt erstmal. Ja, Putzset haben wir jetzt nicht dabei, aber das ist okay. Ja, den ziehen wir auf keinen Fall an. Das ist klar. Was war das gerade für ein Zeichen? Für ein... Echt? Kohle. Eine Minute, alter Schwede. Das war aber eine Punktlandung. Uff. Ja, man sollte natürlich schon gucken, auch was man hier macht. Prozente. Ja, die Tug ist natürlich als erstes runter. Die bringt aber am meisten, wenn man die halt repariert. Genau. Wenn man das vor allem auch hinkriegt, muss man dazu sagen. Aber ich weiß nicht, der Junge hat ja echt das Glück gebucht. Das ist krass. 24. Ah, dann passt. Das ist sogar dann ein Hauch zu viel, aber dann ziehen wir das gerade raus. Ne, das dauert mir zu lang. Ich glaube, reparaturtechnisch, das dauert alles noch relativ lang, weil wir da einfach noch so schlecht sind. Okay, alles klar. Dann haust du es mal vom Grill runter, nimmst... Keine Kochplätze verfügbar. Ja, das... Na gut. Was willst du machen? Der Junge ist halt nicht der Schnellste. So. Wir haben Hunger und, ja, aber wir haben...
leider noch das 1% Darmparasitenrisiko. Ja, dann gib mir aber gleich ein richtiges. 739 Kalorien, das ist ja läppisch. Dann suchen wir uns hier lieber was Leckeres. Ja, iss mal die Dose, genau. Dosengewicht ist ja auch korrigiert durch eine Mod. Ist auf, also, was heißt korrigiert? Es ist halt angepasst. Weil die Dose wiegt, ich glaube, auf der, ich habe sie, sieht man es halt nicht mehr. Ich glaube aber, da steht 375 Gramm oder so, steht, glaube ich, auf der Packung drauf und die wiegt 250. Und die Dosen wiegen jetzt halt nur noch 50 Gramm, um das ein bisschen auszugleichen. So, was sagt dein Hunger? Das ist noch nicht so wirklich optimal. Ja, dann war das Trockenfleisch her. Bisschen fleischlastig die Speise heute am Abend, aber so ist es halt. Ja, gut. Dann ab ins Bett, Junge. Und am nächsten Tag geht's weiter. Und damit auch in der nächsten Folge. Es schneit wieder. Wir steigen mal ab, runter zu den Kaninchenhainhütten. Das ist nämlich gar nicht so schlecht dann. Da könnte man vielleicht auch mal gucken, ob man vielleicht irgendwie ins Dorf kommt. Und da mal weiterzuschauen. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut.